Und hier noch einmal das Riesenrad von außen. 55 Meter hoch, insgesamt 42 Gondeln und 350 Tonnen schwer. Nach langem Hin und Her und einer Ratssondersitzung steht endlich das Riesenrad am Ende der Königsallee in Düsseldorf. Eröffnete am Donnerstag und wir vom Express haben direkt mal eine Fahrt mitgemacht, die insgesamt 12 bis 15 Minuten dauert. Hier sieht man direkt einen Blick auf den Hofgarten auf der einen Seite und wenn man sich einmal umdreht, auf der anderen Seite die Königsallee sowie zur Linken dann noch Blick über die Dächer von Düsseldorf in Richtung Köbogen. Bei wunderbarem Wetter, tollem Sonnenschein, blauem Himmel, so wie es sich für solch eine Fahrt gehört. Da drüben sieht man auch noch den Fernsehturm sowie den Rhein in Richtung Altstadt. Insgesamt 55 Meter hoch ist das Riesenrad. Eine Fahrt kostet 7,50 Euro bzw. 5 Euro, wenn man unter 1,40 Meter groß ist.